Liebe Zuschauer, liebe Pesoten. Und zwar geht es mir heute um die Thusen-Artefakte. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt. Jedenfalls diese Thusen-Artefakte, die sorgen für Aufsehen, denn als sie in den 1920er Jahren entdeckt wurden, da wurden über 30 Kreuze und andere Relikte geborgen. Und sie erzählen die Geschichte einer Gruppe römischer Kolonisten, die sich seit über 100 Jahren in Tucson, Arizona aufgehalten haben. Und diese sind in Latein und Hebräisch graviert. Und die unglaubliche Geschichte, die sie erzählen, ist einer der Gründe, warum so viele sie für Fälschung halten. Und laut den Inschriften stammen die Kreuze aus einer Zeit von 790 bis 900 nach Christus. Wie bei den anderen Artefakten, die vor Kolumbus auf die Präsenz europäischer und asiatischer Völker in Nordamerika hindeuten, hat ihre Entdeckung zu Kontroversen geführt. Wir haben hier ein tolles Buch für uns, welches von einem Robert C. Hyde und Donald N. Yates veröffentlicht wurde. Ich werde den Link unterhalb meines Videos dann in der Beschreibung auch posten. Ihr seht hier, wie einer von den beiden einen dieser Gegenstände in der Hand hält. Man kann dieses Buch previewen, was ich ziemlich genial finde. Ich bewege meine Maus mal darüber. Und während ich euch die Geschichte dazu erzähle, werde ich euch hier im Hintergrund mal ein wenig die Bilder vorführen. Ein Charles Manier, der fand das erste Thusen-Artefakt im September 1924 in der Nähe eines stillgelegten Kalkofens neben der Silver Bell Road in Kiesel, und es war ein Kreuz und es erforderte einige Anstrengungen, um es vom Boden zu befreien. Er bemerkte, dass es aus zwei zusammengeklebten Teilen bestand. Also drückte er sie auseinander und fand einen Schriftzug auf beiden Seiten. Dies veranlasste ihn, sich an Dr. Frank H. Fowler, welcher Lateinprofessor an der Universität von Arizona war, zu wenden. Und er hatte natürlich keine Schwierigkeiten, das für ihn zu übersetzen. Und einige von ihnen wurden von Thomas Bent Senior, das ist ein Freund und Geschäftspartner von dem Herrn Manier, entdeckt. Und einige Fakultäten der Universität beteiligten sich sogar an den Ausgrabungen. Und der Prozess ist relativ gut dokumentiert worden, was wirklich eine tolle Sache ist. Einschließlich Fotografien, die wir hier sehen, gefolgt von den Zeitungen dann aus Tucson und Phoenix in Arizona. Und die haben sogar einen Artikel in der New York Times veröffentlicht. Im März 1930 wurden über 30 Stücke aus der gleichen Kiesgrube geborgen. Und einige wurden bis zu 1,5 Metern unter der Erdoberfläche gefunden. Und sie bestehen alle aus Blei, mit Ausnahme eines kleineren gravierten Steins und eines großen Felsblocks, die sehen wir dann später, auf dessen Oberfläche der Buchstabe R steht. Und der kleinere Stein scheint ein Denkmal für einen Führer namens Theodor, der auch auf den Kreuzen sich wiederfindet, zu sein. Und auf diesem Kreuz, ich gehe jetzt nochmal hier zurück, da steht dann drauf, zur Erinnerung an die Römer, Großbritanniens und Albions Jakob, an diesen zweiten Asius Theodor und an Israel der Seen-Provinz in Gallien, Konsuln mächtiger Städte mit 700 Soldaten, 800 nach Christus, 1. Januar. Wir reisen auf dem Meer, Kalalus ist terra incognita, und der toltekische Gouverneur war ein König, der weit über die Völker herrschte. Genau, und wenn man jetzt hier mal so, ich lasse das einfach mal so im Hintergrund laufen. Und das Blei, das wurde untersucht und dabei wurde festgestellt, dass es nicht hochraffiniert war, sondern es besteht aus verschiedenen Mischungen von Antimon, Zinn, Zink, Kupfer, Gold und Silber. Und dies hat zu Spekulationen geführt, dass sie aus den Nebenprodukten der Raffination anderer Edelmetalle entstanden sind. Professoren an der University of Arizona haben dies über die Zeit bestätigt, und zwar, dass die Zusammensetzung von dem Blei der etwa 16 Kilometer entfernten Old Juma Mine übereinstimmte, deren Hauptabgabe erstaunlicherweise Blei war. Auch die lateinischen Kreuze, die waren wie der erste Fund gepaart und zwei andere nicht. Es gibt auch zwei Neshutans, also das sind eher eine Schlange, ich zeige euch mal eine von denen. Genau, hier ist so ein Neshutan. Und ein Neshutan ist es eine eherne Schlange. Und das war ein Abbild einer Schlange aus verarbeitetem Kupfererz. Und ein Labarum, das ist ein Teil von der Hauptheeresfahne der spätantiken römischen Armee seit der Zeit des Kaiser Konstantins.
Wir sehen hier dieses Labarum. Hier sehen wir noch ein anderes Labarum. Und mehrere Schwerter. Hier sehen wir die Schwerter, dann Speerspitzen. Und viele der Artefakte enthalten Illustrationen und Symbole, darunter Porträts, Tempel, Löffel, Dreizack, Mithras, eine Menora, Engel und die Ziffern 1 bis 10. Und einige der Artefakte haben dieselbe Illustration, aber nur eine haben den gleichen Wortlaut. Und diese Kreuze erzählen von der Eroberung einer toltekischen Stadt namens Roda, geschrieben Richard Heinrich Otto Delta Anton, in der sie den König vertrieben und über 700 Gefangene machten. Es gibt mehrere Anführer in ihrer Regierungszeit und ein Bericht über Kriege oder Bürgerkriege zwischen zwei Fraktionen der herrschenden Hierarchie, der Tolteken und Shishimeken, in denen 3000 getötet wurden. Sie zeichnen ein Erdbeben auf, das 895 nach Christus tatsächlich auch aufgetreten ist. Und da stelle ich mir die Frage, beweisen jetzt diese Artefakte, also 700 Jahre vor Kolumbus, die Präsenz von Europäern in Nordamerika? Und einige an der Universität schienen das zu glauben und viele von ihnen waren direkt an der Restaurierung einiger dieser Relikte beteiligt. Als jedoch Dean Byron Cummings, Museumsdirektor, einige der Artefakte zum Smithsonian brachte, da wurden diese von verschiedenen Stellen im Museum mit folgenden Sätzen abgewiesen. Ja, es sind eindeutige Fälschungen, armselige Fälschungen und offensichtliche Betrügereien, die sie hier uns zeigen. Und ein Dr. E.C. Gotzinger von der California Jewish Review behauptete, es handele sich um Fälschungen, die von den Anhängern Joseph Smith entdeckt werden sollten. Ein Anwalt, der diese Artefakte nie gesehen hatte, behauptete, dass es sich um Fälschungen handelt, die von Scherzkeksen platziert wurden, und er folgerte, dass die Integrität der Fakultät, also vom Smithsonian, gefährdet sei, wenn man die Namen von Smithsonian-Mitarbeitern an die Berichte über die Entdeckung anfügen würde. Nachdem in Tucson von den Ablehnungen berichtet worden war, meldete sich ein Viehzüchter und behauptete, ein mexikanischer Cowboy und Bildhauer namens Timoteo habe die Stücke angefertigt. Aber diese Behauptungen wurden binnen Wochen diskreditiert. Ein Mann, der 1884 beim Bau des Kalkofens half, gab an, zwei der Schwerter gefunden zu haben, die er bei seinen Kindern gab, die sie aber in der Zwischenzeit verloren hatten. Als Reaktion auf die Diskreditierung der Funde stellten die Beamten in Arizona alle Untersuchungen ein und die Artefakte wurden an die Familien des Finder oder der Finder zurückgegeben, die die rechtmäßigen Eigentümer waren. Die Funde wurden im Grunde vergessen, bis Thomas Brent Jr. sie im Arizona Historical Society Museum, welches diese ganzen Artefakte als Kuriositäten zeigte, im Jahre 1994 wiederfand. Und einige der Fälschungsargumente, die beziehen sich darauf, dass einige der verwendeten Wörter in lateinischen Lehrbüchern ja auch zu finden seien. Die Artefakte haben jedoch einige Abkürzungen und Details, die in keinem Lehrbuch zu finden sind. Und die Kritiker haben sich nicht mit dem Gebrauch der hebräischen Schrift befasst. Andere Bedenken beruhen auf einer Illustration auf einem der Schwerter, das wie ein Dinosaurier aussieht. Ihr seht dieses Schwert hier. Ich kann es leider nicht hineinzoomen, weil es einfach nur ein Preview von diesem Buch ist. Jedenfalls, es steht auch hier drüben, hier steht Cast Lead Ceremony, also das ist ein gegossenes Blei-Zeremonien- oder Übungsschwert oder Kurzschwert mit dem Bildnis eines Drachen oder einer großen Schlange. Genau. Und dieses haben sie natürlich auch gleich zerrissen, weil sie gesagt haben, hey, das sind Dinosaurier drauf, Leute. Es gibt keine Dinosaurier heutzutage oder auch zu der Zeit wahrscheinlich nicht. Aber was sehr interessant ist, wenn man sich damit mal befasst, also ich meine, wenn wirklich dort Römer waren, dann soll dies vermutlich einen Tanin darstellen. Und Tanin, der wird in der Bibel auch erwähnt. Und zwar ist das Ganze laut der Bibel ähnlich dem Leviathan, also ein Seemonster, welches laut dem Buch Jesaja bezwungen wird und auch den Aufstand der Engel angezettelt haben soll, wodurch Parallelen zum Drachen der Apokalypse bestehen.
Zusätzlich wird dann immer noch aufgeführt, die Tatsache, dass weder eine Siedlung noch Überreste von einer Wüstung gefunden wurden. Und das ist halt so das Hauptzweifelargument, wo man sagt, Mensch, da ist ja gar nichts. Es gibt aber auf alle Fälle keine Frage oder Besorgnis über die Echtheit dieser ganzen Sachen, wenn wir uns die Entdeckung von den Artefakten ansehen, bis sie dem Smithsonian Museum vorgelegt werden. Und interessanterweise erging es den Artefakten aus Tucson genauso wie anderen Artefakten, die der Theorie einer Prä-Kolumbus-Besiedlung der Amerikas widersprechen. Denn alle diese Artefakte, also nicht nur die, sondern andere, wurden als Fälschung gebrandmarkt. Und das war eine von den führenden Behörden zu dieser Zeit übliche Betriebsrichtlinie. Im Mai 1973 schrieb die Witwe von Manier, sie haben einen Brief von ihrem Ehemann gefunden, in dem er gestand, die Artefakte gefälscht zu haben. Die Handschrift auf dem Begleitschreiben und dem Geständnis ihres Mannes waren jedoch identisch, sodass klar war, dass Bessie Manier, also die Witwe, beide Briefe geschrieben hat. Warum sie das gemacht hat, weiß man bis heute leider nicht. Was würde jetzt jemanden dazu motivieren, die Zeit, die Kosten und die Arbeit zu investieren, um eine derart umfangreiche Artefaktesammlung zu erstellen? Niemand hat jemals von ihrer Entdeckung oder ihrem Besitz profitiert. Und niemand hat jemals die Wissenschaftler, die damals die Authentizität unterstützt haben, verspottet. Es wurde aber auch nie jemand gefunden, der diesen vermeintlichen Fälscher, diesen Timotheo, getroffen hat oder auch nur eines seiner Werke gesehen hatte. Angenommen, es hätte diesen Fälscher gegeben, woher hätte dieser Fälscher fast 70 Kilogramm Blei erhalten? Und hätte ein Scherzkeks sich wirklich die Mühe gemacht, all diese Elemente, die in dem Blei vorhanden waren, die ich euch vorher erzählt habe, für die verschiedenen Relikte zu mischen? Sind sie nun echt oder ist es wirklich ein kolossaler Schwindel? Es musste dann einige Zeit vergehen, bis ein paar hochqualifizierte Wissenschaftler endlich mal wissenschaftliche Ansätze verfolgten, um die Frage der Authentizität zu lösen. Also einmal der Donald N. Yates und der Robert Hyde. Und die haben mit Einzelfotos und Transkripten der vollständigen Übersetzung versucht, ihren Teil beizutragen. Dann gab es noch den forensischen Geologen Scott Wolter, der hat chemische Tests genutzt, um die Mineralienablagerung der Artefakte zu bestimmen, also somit dann auch ihr Alter als authentisch zu bestätigen. Interessant ist noch die genaue Bestimmung, wie die Artefakte gemacht wurden. In verschiedenen Berichten wird darauf hingewiesen, dass sie im Feingussverfahren, also Wachsausschmelzverfahren, oder mit Formwerkzeugen hergestellt wurden und dass einige Teile scheinbar gefeilt worden sind. In Ermangelung weiterer Untersuchungen scheint es derzeit jedoch unmöglich, die Echtheit dieser Gegenstände zu bestätigen oder zu bestreiten. Und es scheint nach wie vor nicht genug Menschen zu geben, die bereit sind, ihren guten Ruf aufs Spiel zu setzen, um diese Artefakte zu untersuchen. Ist es eventuell der etwas amateurhafte Look dieser Artikel? Ich weiß es nicht, also wenn wir die so anschauen. Und laut dem britischen Museumsexperten und dem Smithsonian handelt es sich um offensichtliche Fälschung. Und es muss zugegeben werden, dass, wenn man sich so die Bilder hier so ansieht, einige der Artefakte wirklich wie Amateurversuche aussehen, wo Leute versucht haben, etwas nachzubauen, was die Römer wirklich professioneller produziert haben. Aber ist es jetzt eigentlich nur die schiere Unwahrscheinlichkeit, dass an so einem Ort, also in Arizona, Gegenstände dieser Art gefunden worden sind, die zu der Zeit und der Kultur der Römer gehören? Und wenn sie echt sind, dann fügen sie der Geschichte Amerikas, also nicht nur Nordamerikas, auch Südamerikas, sicherlich ein bisher ganz unbekanntes Kapitel hinzu. Ich finde das sehr interessant und das ist so ein UP-Art-Thema, welches relativ selten behandelt wird. Und ich finde das, wie gesagt, die Zweifel, die ich persönlich habe, die habe ich ja vorher klar formuliert. Also die Zweifel, warum jemand so etwas fälschen sollte. Weil das ist, wenn es jetzt ein Artikel gewesen wäre, ein Artefakt, da könnte man drüber reden, aber das ist so viel. Sehr interessant auf alle Fälle.
Ich bin mal gespannt, wie viele von euch diese Artefakte, diese UP-Arts kennt und was eure Meinung dazu ist. Sind diese Artefakte echt? Oder ist es eine wirklich aufwendige Fälschung, die bisher nie jemanden einen Profit gebracht hat oder irgendeinen größeren Mehrwert? Lasst es mich wissen. Ich hoffe, ich konnte euch damit etwas Neues zeigen. Im Gegensatz zu den ganzen bekannten Out-of-Place-Artifacts, die wir schon fast alle kennen. Und da würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Video. Also macht's es gut, euer Peso. Servus.